Es gibt ja die Frage, auf was ist Offenheit in der Bildung eigentlich die Antwort? Und ich würde gerne mit dem Bündnis Freie Bildung weiter daran arbeiten, dass wir diese Frage umdrehen und mit dem Bündnis fragen, auf welche Probleme im Bildungsbereich ist denn Geschlossenheit eine Antwort? Das Spannende an freien Lizenzen ist für mich, dass ich gar nicht weiß, wer am Ende was wann mit meinen Materialien macht und wer davon profitiert, dass ich freie Lizenzen auf mein Material setze. Wenn ich OER produziere und freigebe, dann heißt das immer auch anzuerkennen, dass da draußen in der Welt noch irgendwas ist, auf was ich nie selber kommen würde und was Spannendes mit dem Material passieren könnte. Die Gesellschaft verändert sich im digitalen Wandel rasant und auch mit unvorhersehbaren Richtungswechseln. Offen in offene Bildung heißt für mich auch offen für zukünftige Entwicklungen, die wir noch nicht vorhersagen und vorhersehen können. Auf der politischen Ebene gibt es eine ganz einfache, vollkommen kostenlose und doch sehr wirksame Maßnahme. Und das ist ein ganz klares Commitment. Wenn so etwas wie eine Bildungsministerin zum Beispiel sagt, ich wünsche mir, dass mehr Lehrende sowas wie offene Bildung machen, dann stärkt das den Rücken von allen, die was machen wollen oder schon unterwegs sind.